Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht, wir haben heute ein bisschen eine andere Hintergrundkulisse und das liegt daran, dass hier heute Mittwoch war und ein neues Update von Star Stable, danke fürs Durchreiten vom Bildschirm, rausgekommen ist. Und zwar, ich zeige es euch, wir sind hier im Wolkenreich oder beim Regenbogenfestival, wie auch immer. Aber bevor ich jetzt mit dem Video starte, möchte ich mich erstmal bei den ganzen Leuten bedanken, die bei mir im Livestream jetzt gerade noch mit dabei waren. Ich bin gerade erst aus meinem Livestream raus und und möchte mich auch schon mal bedanken an alle, die mit Ayla und Umbra bei der Umfrage abgestimmt haben, dass ich mir doch die zwei Pferde gerne kaufen soll. Da habe ich nämlich auch schon sehr viele Antworten und ja. Okay, dann reden wir jetzt gar nicht mehr allzu lange rum, sondern fangen gleich mit dem Update-Video an. So, wie ihr seht, also das größte Update ist hier einfach das Wolkenreich. Ich werde hier mal ganz kurz rausgehen, noch einmal, und werde euch zeigen, wo er steht. Beziehungsweise es ist einfach so, dass ihr hier bei Moorland, also zwischen Moorland und Fort Pinter, wieder auf diesem kleinen Bergchen hier den Heißluftballon habt. Und wie ihr seht, ist das nicht die einzige Neuerung, sondern auch hier unten sind so Bögen. Das machen wir aber alles nach und nach. Erstmal schauen wir uns nochmal kurz das Wolkenreich an, was jetzt hier dazu kommt. Star Stable hat auch in die News mit reingeschrieben, dieses Happy, also weil ja Pride, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, als I'm sorry Month ist, sprich halt für alle Leute, die halt also die der LGBTQIA+-Gesellschaft angehören. Ich weiß nicht, ob ich Gesellschaft sagen kann, aber halt dieser Organisation, naja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Halt zu dieser Community dazugehören, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Haben sie nochmal was Schönes damit hingeschrieben? Das finde ich auch sehr schön, dass sie das machen, weil an sich müssen sie es nicht machen. Ja. Dann steht eben hier dieses Wolkenreich. Es ist eigentlich alles so, wie ihr es halt schon kennt. Ihr könnt hier das Rennen machen. Da oben ist dieser See. Das ist, ja, also eigentlich alles so, wie ihr es kennt und lernt nicht, aber wie ihr es kennengelernt habt. Und ja, ihr könnt auch nochmal, ihr könnt hier vorne, das habe ich nur heute im Livestream schon gemacht, diese eine goldene Wolke anklicken, dann kriegt ihr pro Tag müsst ihr dann 40, oder wenn ihr eingeloggt seid, 40 der Hufeisen der goldenen finden und dann kriegt ihr nochmal Pferde-XP und ja, diese Suchdinger hier sind auch wieder da, wenn ihr sie noch nicht abgeschlossen habt und ja, das Wolkenreich, das ist bis zum 23. Juni, also genauso lange wie Ayla und Umbra da sind, auch da. Also bis zum 23. Juni, jetzt noch 2 Wochen sind sie da. Unter anderem haben wir aber natürlich auch nochmal neue Ausrüstung. Wie ihr seht, einmal diese schönen Schleifen hier, die habe ich hier schon mal an. Dann haben wir hier neue Gamaschen, so ein Bosal, auch extra dieses prismatisches CSD-Bosal heißt das anscheinend. Also es heißt so. Dann hier auch den Halfter dazu, eine Decke dazu, ein Western-Sattel. Also es ist alles so ein bisschen in dem Western-Outfit. Muss ich mal noch schauen, ob ich mir da noch was kaufe von dem neuen Outfit oder ob ich mir nur das alte kaufe. Aber das alte, wie ihr seht, ist auch noch zur Verfügung und das könnt ihr euch auch noch kaufen. Genau. So, dann gibt es natürlich unter anderem, was ich euch ja auch schon gezeigt habe, diese Bögen hier, die sind aber leider nur zwischen Moorland und Fort Pinter. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nach Moorland und zeige es euch dann die Strecke. Wir sind jetzt hier beim Silverglade Schloss und das ist richtig süß. Sind das... Ach, das ist die Parade. Das ist wirklich die Parade. Ja, also hier seht ihr schon... Hier wird ist die Parade schon aufgestellt, auch wenn manche Züge sehr komisch ausschauen. Aber wie ihr seht, es entsteht, also es
gibt eine Parade jede Stunde von den Bobcats, die dann eben von Moorland nach Fort Pinter und wieder zurück sind. Und ja, vielleicht kriegen wir es jetzt gerade hin, dass die jetzt gleich losgehen. Ja, dann können wir mal gucken, ob wir das komplett drauf kriegen, weil davor haben wir es nie richtig mitgekriegt. Ich laufe nur ein bisschen auf die Seite. Oh, sorry, Tarn. I'm sorry. Aber sie haben auch die neuen Ausrüstungsgegenstände. Reiten wir mal ein bisschen mit. Und ja, auch ein paar neue Pferde. Wurde mir auch gesagt, wie jetzt hier hinten zum Beispiel der Gotland Pony oder der Friese da hinten, der eine. Ja. Ja, ich bin einfach still und ihr guckt euch das jetzt an. So, ich werde wahrscheinlich für euch die Parade etwas jetzt schneller gemacht haben. Aber ihr seht, wie die Parade jetzt abgelaufen ist. Im Livestream haben wir nur da von Fort Pinter nach Moorland gesehen. Aber ihr habt jetzt auch gesehen, wie die Parade gelaufen ist. Und ja, dann kommen wir nämlich hier zu der Stranddisco nämlich schon, was auch Star Stable an... also halt in die News geschrieben hat, dass es eben diese Regenbogenparade gibt, die jetzt gerade war, und eben auch die Stranddisco hier, wo zwar alle ein bisschen komisch tanzen und auch bei der Parade nicht alles so glatt lief, weil welche uns den Rücken zugedreht haben, aber geklatscht haben bis zum geht nicht mehr, oder die Zügel mal komisch gehangen waren oder sowas. Aber ja, die eine hier hat Frippohren, aber hey, alles halb so schlimm. Ja, so, ich glaube, das war dann so das Größte, was jetzt halt mit dabei war. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die aber eigentlich schon letzte Woche da waren. Und zwar gibt es einmal dieses Aufsteigen und Los, dass du einfach, während du aussteigst, schon mal komplett losreiten kannst. Und unter anderem gibt es auch jetzt, oder wurde jetzt halt reingeschrieben, dass es diese Tafel hier gibt für den Koppelaufbau, was ja aber auch schon letzte Woche war. Also, die kennt ihr ja schon, die ganzen Koppelaufbau-Dinger. I'm sorry. Ja, die Koppelaufbau... Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich es anders nennen soll. Was aber natürlich, das habe ich gerade komplett vergessen bei der Parade und bei der Disco zu sagen, ist, dass die Parade stündlich stattfindet. Also ich kann jetzt euch nicht sagen, ob die immer um die gleiche Uhrzeit stattfindet, also sprich immer um halb oder um Viertel oder um ganz. Das kann ich euch leider nicht sagen. Ja.
Und in der Stranddisco werden Star Stable-Lieder gespielt. Nur da will ich auch den Ton nicht anmachen, weil ich nicht weiß, wie das mit dem Copyright ausschaut. Und ja. So, für nächste Woche steht, die Modernisierung von Silverglade wird enthüllt. Sprich, aber das wussten wir natürlich schon, dass neue Silverglade kommt. Genau zu diesem Thema habe ich euch noch eine Umfrage erstellt und das wird wahrscheinlich jetzt entweder heute oder morgen oder am Freitag spätestens ausgewertet und dann werde ich mich daran setzen. Vielleicht auch noch am Montag, ich weiß es leider nicht, aber ich werde auf alle Fälle, habe ich eine Umfrage erstellt, ob ihr wollt, dass ich noch Videos mache zu dem alten Silverglade und neuen Silverglade. Aber ich verlinke euch beide Umfragen einmal in der Videobeschreibung. So, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Über ein Like und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und über, wenn ihr die Umfragen macht, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und ja, ich bin auf alle Fälle für nächste Woche sehr gespannt, wie Silverglade ausschaut. Und ja. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht geredet habe, aber es kotzt mich ein bisschen an, dass die Leute hier durchrennen. Aber das können sie ja natürlich nicht wissen, dass ich hier gerade aufnehme. Also alles gut. Ja, dann sehen wir uns auf alle Fälle nächste Woche Montag zu einem neuen Let's Play Star Stable Online. Am Mittwoch auf alle Fälle zu dem Livestream zu dem neuen Silverglade. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ob ich livestreame, werde ich auf Discord und auf Twitter bekannt geben. Kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Und dann sehen wir uns auf alle Fälle beim nächsten Mal. Bye!